Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley hier bei unserem Bärenwaldhof. Und wir haben heute einen regnerisch wundervollen Tag. Ich habe schon das Gürbchen von Louis gefunden. Das war oben bei dem Durchgang, wo die Fernstraße dann wegführt. Praktisch bei der Bushaltestelle, musste eins weiter rüber gehen. War jetzt nicht so schwierig, das werden wir ihm gleich geben. Vorher werden wir mal gucken, was unsere Tierchen noch gemacht haben. Ab 9 sitzt Marusha oder wie auch immer die gute Frau nochmal hieß. Plack. Frisch und frei hinter ihrer Theke. Das heißt, da können wir dann auch einen Melkschemel kaufen. Liebe, 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 Liebe. Meine Papageien hassen mich. Ihr hasst mich alle. Liebe, Liebe, Liebe. Brr, brr, brr. Brr, brr. Ei, ei, ei. Noch ein goldener Mais. Goldener Mais. Silbernes Ei. Nee, ich würde dann gerne... Yep. Für dich, für dich, für dich. Rest euch schön satt, meine Dicken. Daddy hat euch lieb. Hinein. Mix Pickles. Hinein. Wow, jetzt donnert's aber. Nee, ist noch nicht ganz richtig. Hm, hab ich gerade eben... Nee, hab ich nicht. Oder? Nee. Kann mal ganz kurz hochgucken, ob vielleicht unter Umständen... Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch zu cool gewesen. Dann müssen wir dann nachher ein freches Früchtchen reinquetschen. So, gucken wir mal ganz schnell. Ah, wir müssen noch was kriegen. Shay muss noch was kriegen. Oh. Ich bin auch nur den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwelche Leute zu betüddeln. Das ist eigentlich ziemlich unangenehm, sich hier Freunde zu machen bei Stardew Valley, weil da immer nur irgendwelchen Leuten... Also keine netten Gespräche oder so. Nein. Alle wollen so nur dein Bestes, dein Geld. So. Sam mochte Eier und ich dachte bei ihm... Ah, ja, noch nicht in 9. Und wir müssen Sebastian noch einen Quarz bringen. Das kriegen wir auch hin. Los, Wert um 9. Los. Los. Jetzt willst du mich aber auf die Probe stellen. Na, super. Du interessierst mich nicht. Aus dem Weg, du Waldschrat. Sammy Whammy. Dein Lieblingsbro ist hier. Ich weiß. Du hast Sam diese Woche schon zwei Gespräche. Ja, ich wollte ihm jetzt. Ich wollte doch nur ein Gespräch suchen. Hey, irgendwas riecht hier gut, wie Pizza. Das ist meine Achsel. Hm. Ja, alle werden uns lieben und verzweifeln. Jetzt los. Oh oh. Felix Ferrer? Oh, es tut mir leid. Mein Leben. Es ist ein erbärmlicher Witz. Schau mich an. Warum versuche ich es überhaupt? Schluchz. Ich bin zu klein und zu dumm, um Kontrolle über mein Leben zu gewinnen. Ich bin nur ein Stück Müll, das vom Wind davongetragen wird. Rülps. Ich komme in letzter Zeit oft her. Schaue herum, vielleicht kann ich hier endlich Kontrolle über mein Leben erlangen. Diese Klippen. Aber ich habe so viel Angst. Bin zu besorgt, wie immer. Felix Ferrer. Alles, was ich mache, ist arbeiten, schlafen, mich betrinken, um meine Selbsthass zu vergessen. Warum soll ich weitermachen? Sag's mir, warum... ich nicht jetzt sofort diese Klippe runterrollen sollte. Weil es so viel gibt, wofür es sich zu leben lohnt. Das braucht... Ja, Jess braucht dich. Du bist wie ein Vater für sie. Es wäre eine Sünde. Die Entscheidung ist deine. Aber ich bin immer für dich da.
Du hast recht, Jess. Oh Gott, ich bin ein schrecklicher Hicks, egoistische Person. Jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Felix Ferrer? Vielleicht könntest du mich ins Krankenhaus bringen. Da waren wir jetzt aber erstaunt drüber. Ich habe ihm den Magen ausgepumpt und ihn rehydriert. Er wird es überstehen. Es ist aber gut, dass du ihn hergebracht hast. So viel Alkohol ist furchtbar für den Körper, aber jetzt mache ich mir am meisten Sorgen wegen seiner mentalen Gesundheit. Wenn er zu sich kommt, werde ich mit ihm über Behandlungsoptionen reden. Ich kenne da einen exzellenten Berater in der Nachbarstadt. Zu. Das Leben kann manchmal schmerzhaft sein, aber es gibt immer die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Daran musst du glauben. Oh. Und schon sind wir wieder da. Glückskuh. Jawohl, ja. Gib mir einen Melkschemel. Jawohl. Und eine Heizung werden wir dann auch irgendwann brauchen. Aber jetzt noch nicht. Oh. Hier Bedarf. Kauf mein Ei. Kauf mein Ei. Und das kleine Ei schenke ich dir. Bitteschön. Danke dir. Dürfen wir jetzt hier rein? Nee. Wir sind einfach nicht genug gefreundet. So, das heißt, wir werden jetzt gleich mal Kühe melken gehen. Aber nix hier vorher. Er hat ja noch nichts auf. Wir können keinen Kaffee kaufen. Das ist nicht drin. Und eine scheiß Haselnuss haben wir auch noch nicht gefunden. Wird hier erstmal hart abgemolken. Klack. Milk. Milk. Kleine Milch. Kleine Milch. Kleine Milch. So, wunderbare Sache. Lass mich mal kurz gucken. Gott. Oh, ich vergesse, der Quarz für Sebastian wird mal noch hart eingesackt. Zack. Drei brauchen wir. Wir haben nämlich einen Questquarz und einen Tagesquarz. Ich sag ja. Ja, du kannst ja den ganzen Tag damit verbringen, irgendwelche Leute zu betüddeln. Das ist der Wahnsinn. Ich muss auch mal wieder auf den Geburtstagsplan gucken. Ich habe, glaube ich, eine Menge Leute diesen Monat vergessen. Im Sommer habe ich, glaube ich, auch... Nee, im Frühjahr habe ich bloß an Shays Geburtstag gedacht. Und Harvey ist im Winter dran. So, lass mal kicken. Ja, das ist nicht so schlimm. Georg, da würde ich gern dran denken, der alte miese Peter. Da freut er sich bestimmt. Jetzt gucken wir erstmal. Ihr geht davon aus, dass Shay gerade eben im Krankenhaus liegt, aber nein. Wenn das Quicktier am Event vorbei ist, dann ist alles wieder repariert. Find's schade, also der Mod gefällt mir sehr gut. Ich benutze da ja denselben von... Ich benutze da... Ja, doch, es ist derselbe bei Jay wie bei Harvey. Aber ich find's schade, dass bei der liegenden Position, dass da der Ersteller... Hey, Pammy! Ja. Ich hab ihr heute schon bereits ein Geschenk gegeben, ist doch Blödsinn. Wir sehen sie doch heute zum ersten Mal. Klack. So, Sporty Spice. Bitteschön. Danke. Mais? Danke. Gut. Ich verschenke mein ganzes Hab und Gut, Leute. Kaffee. Kaffee. Klack. Dann machen wir zur Half. Die Halfpipe entlang. Zu Sebastian hoch. Music Man! Hi! Harvey sieht beschäftigt aus.
Dein täglich Kaffee. Das ist für mich, das mag ich am allerliebsten, danke. Ah, wie sieht beschäftigt aus? Ja, immer noch. Gut, dann. Aber ich hab dir mal den Kram gebracht. Noch ein Herz, dann können wir eine Beziehung mit Harvey anfangen. Juhu! Dann liebt er uns für immer! Wartet mal, wir brauchten hier eine kleine Milch, oder? Hier eine große Milch brauchen wir. Wow! Eine Frucht, noch eine Frucht. Frucht die Frucht. Yeah! Ach, ja, wir drehen hier mal ein paar extra Runden. Ihr wisst ja, wie es mit mir ist. Wir laufen hier einfach quer durch Stardew Valley, weil wir sonst nichts zu tun haben. Das ist nun mal so. Da bist du ja, alter Haudegen. Hier. Hier. Hier, 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 hier. Falsche Person. Ich blöd oder was? Fernkorb. Finde Linus. Ach, Linus, die alte Dummnuss. Wir können aber mal ganz kurz gucken, wer hier alles in der Bar abhängt. Oh nee, die blöde Mega-Piskul kriegt von mir nicht mehr. Bis bei Obst, sagt sie nur. Oh, danke. Und du denkst so, boah, schau dir gleich in eine dumme, egoistische Fresse. Aber nein, nein, das machen wir nicht. Weil wir nett sind. Und irgendwie fehlt mir hier so ein bisschen der Hintergrundsound beim Regen. Ich will hier bam, boom, bam und so. Und bekommen Plitsch, Platsch, Splish, Splash. Klack. Bestchen. Na, bitteschön. Was Sebastian heute bereits ein Geschenk... Nein, das stimmt nicht. Er bekommt von uns einen Quarzkuh. Habe ich wieder aufs X gedrückt? Ich habe wieder aufs X gedrückt, oder? Boah, ich hasse mich langsam dafür. Egal. Was soll's. Linus kriegt jetzt erstmal sein Körbchen. Linus, mein alter Freund. Bitteschön. Mein Korb, danke. Das bedeutet mir viel. Ich glaube, damit haben wir uns jetzt nur Sympathie- und Freundschaftspunkte gemacht, oder? So, neuer Hühnerstall war 10.000. Ich glaube, House of Person war auch 10.000. Jo. Brunnen brauchen wir definitiv nicht. Aber sowas von nicht. No. 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 10.000 und Hartholz 100. Brauche ich erstmal eine Axt dafür. Obwohl, nee, Hartholz können wir ja abbauen. Dann würde ich jetzt auch demnächst mal anfangen, Hartholz abzubauen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, aber wenn ich jetzt einen Quarz über habe, dann kann ich den ja auch der blöden dummen Nuss geben. Oh, Alex, hier. Ach, du hast ja heute schon ein Geschenk von mir bekommen. Bei dem erinnere ich mich. Nein. Einfach nur reintreten. Hey, Louis. Hier. Oh, ich bin ja auch ziemlich nett. So, und hier ist die doofe Kuh. Hier ist dein Quarz. Weil ich das wusste, weil du nur das eine zu dir nimmst, weil du eine dumme Nuss bist, die ich nicht ausstehen kann. Aber dass du stirbst beim unglücklichen Sturz von der Treppe. Hier, nimm eine Beere, nimm eine Beere. Nein. Nein. So. Ich glaube, wir haben jetzt endlich mal alle versorgt mit dem Scheiß, den sie wollen. Gibt es eigentlich einen Grund, warum du bei Regen hier rumstehst, oberkörperfrei? Hey, ich will dich etwas fragen. Denkst du, die Ladies mögen meine Frisur? Sieht sehr schick aus, sieht wie eine Art Pilzgewächs aus. Sieht sehr schick aus. Ja, ich weiß, deswegen trage ich sie so. Okay. Wenn du dir da so sicher bist, brauchst du ja eigentlich nicht... Oh, Harvey! Harvster! Es ist nett,
mehr Freunde im Ort zu haben. Ja. Ich mag dich, Harvey. Mehr als diesen Trunkenbold Shane. Ich finde übrigens, man sollte bei Stardew Valley einstellen können, dass man polygam lebt, so. Mit wenigstens noch drei anderen. Das finde ich gut. Klack, klack, klack. Wir müssten dann bei Gelegenheit auch mal wieder ein bisschen Holz an den Mann bringen. Oh, Hartholz wollte ich dann noch machen. Wir haben es 18 Uhr. Das trifft sich doch recht fein. Dann machen wir das mal. Oh, und wir haben noch eine volle Energieleiste. Ja, wir haben heute nur ein bisschen geschnackt. Yeah, Hartholz, Baby. Ich glaube, bis 100 Hartholz dauert es dann ein Stück. So geht das. Ich hatte heute einen ganz entspannten Tag, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Und mich hat heute auch noch eine Freundin in Leipzig besucht. Das war ziemlich toll von ihr. Caro, solltest du das jemals sehen? Warum auch immer. Dankeschön. Und wir haben einen Goldsternpilz. Was super ist für unser Gedöns hier, wo wir ausstellen. Erntedankfest oder wie auch immer das hier heißt. Gut. Leute, wir kommen immer näher ran. Ah, es wird immer besser. Dann wird schon 26. Brauchen wir bloß noch 64. So. Hartholz? Ne, wir haben bloß 22. Naja. Rotpilz. Da fällt mir ein, beim letzten Regen hat es uns was zerhauen, hat es uns einen Baum umgehauen. Da haben wir hier den Weg weggemacht. Ist das schon nachgewachsen? Ah, nee, da müssen wir noch warten. Das ist nicht so einfach. So, klack. Ich mach mal zu, damit ich die Mäugen leichter streicheln kann. Gut's Nächte. Ah. Noch ein Tag Regen, komm schon. Und? Nee, Sonnenschein. Aber dafür kriegen wir wieder Background-Musik, ist doch auch schön. Landliebe. Fischfokus, Lachse. Wahrsagen, Wetterbericht, Wetterbericht. Morgen wird es wunderschön und sonnig. Okay. Oh. Hey. Oh Mann, wie sag ich das? Es tut mir wirklich leid, was bei den Klippen passiert ist. Das war peinlich. Ich bin nur froh, dass ich da war, um zu helfen. Du hast einen ernsthaften Weckruf gebraucht. Ich bin froh, dass du noch lebst. Wow, es war so schlimm, was? Ich kann mich kaum erinnern. Ich werde eine Therapie besuchen. Harvey hat mir einen seiner Kollegen vorgestellt. Jedenfalls danke, dass du dich um mich gekümmert hast. Und ich wollte, dass du weißt, dass ich die Dinge jetzt etwas ernster nehmen werde. Ich will niemanden zur Last fallen. Ach, Shay. Felix Furrow, wie geht es dir? Ich habe ein paar Anweisungen für eines meiner Lieblingsfischgerichte beigelegt. Sashimi. Ja. Coole Sache. Wissen wir jetzt, wie Sashimi geht. Oh, ihr dicken Kühe.
Kuku. Du. Lack. Sehr gut. Milking-Zeit. Nein. Nein. Ah, frische Milch. Ah, frische Milch. Wunderbar. Und weiter zu den Eiern. Oh, Moment. Raus mit euch. Ab zu den Eiern. Eins. Ups. 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 Lasst mich mal durch, ihr Süßen. Sehr schön. Ach, meine Hühner lieben mich. Und das ist eine gute Sache. So, und jetzt kommen wir wieder zum spannenden Part, zum Gießen. Hm, sehe ich genauso, Mädels. Klack. Wäre schön, wenn wir langsam mal irgendwas ernten könnten. Dieses Jammertal hält ja keiner mehr aus. Wir brauchen Geld, um neue Dinge zu kaufen. Größere Dinge, bessere Dinge, glänzende Dinge. Vor allen Dingen glänzende Dinge. Was hat das Farmerleben für einen Sinn, wenn man nicht glänzende Dinge von seinem Ertrag kauft? Dann will es irgendjemand sagen. So. Die Bienen sind mal wieder alle gleichzeitig fertig geworden. Das ist ja nichts Neues. Ich hätte übrigens bei den blöden Blumen mal gucken können, wie lange die überhaupt brauchen, nicht, dass ich die jetzt umsonst gepflanzt habe. So, ab nächsten Jahr gibt es dann endlich mal geordnete Felder. Wenn nicht alles auf einmal wächst. Zack. Und zack. Und ich sehe da einen dicken, fetten Baum, der gleich gefällt wird. Aber sowas von. Yeah. So, wir haben 22 Minuten jetzt auch erreicht. Das heißt, ich würde unseren Part an der Stelle mal beenden. Und euch mal wieder dazu holen, wenn mal wieder was Spannendes passiert. Uns fehlt noch ein Quicktime-Event von Harvey. Und dann wird es auch langsam Zeit, dass wir ihn fragen, ob er mit uns in eine Beziehung möchte. Und ich hoffe natürlich, dass er da auch Ja sagt. Zack. Unser kleiner verkappter Künstler. So. Sehr schön. Ach nee, Quark. Elliot war der verkappte Künstler. Er ist unser kleiner super Techno-Nerdy-Arzt. Der sich um andere Leute kümmert. Zack. So, Kuku. Honig rein. 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 Moment, Holz holen wir wieder raus. Harz rein. Passt. Also dann, habt noch eine sonnige Woche. Bitte passt auf euch auf. Habt auch immer eine knuddelige Kuh an eurer Seite. Und gönnt euch auch mal was Gutes. Ihr wisst ja, wie es ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal und hören und stören uns. Ciao.